Nennen Sie Inhalte einer Betriebsvereinbarung, bis dahin ist die Frage sinnlos. Ja, nennen Sie Inhalte einer Betriebsvereinbarung. Wir brauchen das Thema. Jetzt kommt es zur Einführung von Telearbeit. So, jetzt ist es eine sinnvolle Frage. Zunächst zurücktreten, durchatmen, Gedanken klären. Was ist eine Betriebsvereinbarung? Eine Betriebsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen der Geschäftsführung auf der einen Seite und dem Betriebsrat als Vertreter der Arbeitnehmerschaft auf der anderen Seite. Hier geht es um die Einführung von Telearbeit. Was könnten hier die Inhalte sein? Nehmen wir mal ein paar Punkte auf. Zunächst mal generelle Teilnahme Voraussetzungen. Im Rahmen dieser generellen Teilnahmevoraussetzungen formuliert man zum Beispiel persönliche Eignung beziehungsweise auch Nichteignung. Ja, und die Räumlichkeiten. Es geht um Telearbeit. Ja, Telearbeit, die Arbeit am Computerbildschirm, die überwiegende Arbeit am Computerbildschirm, das ist Telearbeit. Ja, persönliche Eignung. Es gibt auch Mitarbeiter, die sind hier nicht geeignet, vielleicht aufgrund von Problemen mit den Augen. Ja, muss man also darauf achten, auf so etwas. Persönliche Eignung und die geeigneten Räumlichkeiten würde man hier formulieren. Dann Pflicht zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Ja, es gibt hier sehr detaillierte gesetzliche Regelungen über die Telearbeit, über die Qualität des Bildschirms und so weiter und so weiter, weil man hier davon ausgeht und auch davon ausgehen kann, dass, wenn solche Bestimmungen nicht beachtet werden, eine Gesundheitsgefährdung ausgehen kann von dieser Arbeit. Vielleicht kann man formulieren, ein Prinzip der Freiwilligkeit. Ja, dann, und das ist ein Punkt, den können Sie fast immer bringen, Datenschutz. Auch hier müssen Sie schauen, dass der Datenschutz sichergestellt wird, dass man also Maßnahmen ergreift, damit nicht zum Beispiel jemand sich hier einschleicht als Telearbeiter und das nur nutzt, um zum Beispiel persönliche Daten abzugreifen, von Kunden zum Beispiel, um dann diese Daten für irgendwas zu missbrauchen. Ja, also Datenschutz ist etwas, das im Zusammenhang mit Computer, besonders in Deutschland, immer passt. Das ist für besonders für Deutschland ein sensibles Gebiet und wird auch so empfunden. Ja, dann Regelungen zur Aufwandsentschädigung. Aufwandsentschädigung. Wir haben bisher immer, und zwar im Zusammenhang mit diesem Punkt hier, Räumlichkeiten, gedacht an Telearbeit im Unternehmen. Denkbar ist aber auch Telearbeit zu Hause. Und da muss eine Regelung getroffen werden über den Aufwand, den der Mitarbeiter, der zu Hause arbeitet, heute nennt man das auf Neudeutsch im Homeoffice ist, zum Beispiel für den Strom, den er verwendet. Ja, für die Beleuchtung, für das Betreiben des Computers braucht man Strom und dementsprechend muss eine Regelung getroffen werden für Aufwandsentschädigung, auch vielleicht anteilig Miete, denn er richtet zum Beispiel einen speziellen Raum in seiner Wohnung ein, nur für diese Telearbeit.
Und dann müsste man regeln den Computer. Computer, genauer gesagt, die Bereitstellung. Ja, arbeitet der Mitarbeiter hier mit seinem eigenen Computer, dann wäre wieder über eine Aufwandsentschädigung hier eine Regelung zu treffen. Ja, denn der Computer unterliegt ja auch der Abschreibung, unterliegt einem Werteverzehr. Oder es ist ein Computer, der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Egal, beides gibt es in der Praxis, nur es muss eben geregelt werden in dieser Betriebsvereinbarung. Ja, das sind wesentliche Punkte, die man hier nennen kann, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind sicher wesentliche Punkte hier. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.